Shorty Tash, was der Deal? Ich habe es schon angesprochen, ihr habt es schon gehört. Das ist also das, wovon ich gesprochen habe. Das ist Show Talk. Das ist mein Vlog-Dingsterums. Ihr kennt das Ganze im Grunde schon. Letztendlich das gleiche wie bei Ballers, Balls Watching. Und ich hasse diese langen Intro-Videos. Wenn ihr wissen wollt, was ein Vlog ist und so weiter, guckt euch einfach das andere Video an von Ballers. Fuck it, deswegen will ich gar nicht ein extra erstes Video machen, wo im Vlog erklärt wird, was ein Vlog ist. Ich will einfach anfangen, dann werdet ihr schon wissen. Und ich meine, ich gehe mal davon aus, dass der größere Teil der Leute, die die Videos angucken, ein bisschen Plan von der Materie hat. Deswegen habe ich ein Thema, damit das nicht so langweilig wird. Das ist sehr interessant. Ich habe da schon sehr oft drüber nachgedacht und ich möchte das einfach mal ansprechen. Leute, die WM ist vorbei. Viele Leute wissen, manche auch nicht, dass ich der absolute Nicht-Fußballer bin. Hayden, Hayden, Hayden. Shorty guckt kein Fußball, Mann. Jetzt müssen wir alle Hayden. Kommentare, los, los, los. Macht ruhig. Und ich mag kein Fußball, ich weiß nicht warum. Ich war schon immer so, dass ich immer entgegen aller anderen war. Wenn alle gesagt haben, blau ist cool, ich sag, nee, rot ist cool oder so. Auf jeden Fall war schon immer so. Wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen zwei Sachen, frage ich meine Kumpels oder meine Eltern oder so, sag ich, was denkt ihr, soll ich lieber das T-Shirt nehmen oder das T-Shirt nehmen? Ich tendiere ganz sehr zu dem einen T-Shirt. Meine Eltern sagen zum Beispiel auch, das T-Shirt ist cool. Und dann sage ich so, okay, nehme ich das andere. Einfach aus Prinzip, so war ich schon immer. Abgesehen davon, dass ich finde, dass Fußball, ich weiß nicht, da hängt ein bisschen was zusammen. Und dazu komme ich auch jetzt. Das Problem bei der ganzen Sache ist Deutschland. Damn. Ich meine, Deutschland hält nur zusammen beim Fußball. Nur. Wir sind keine Nazis mehr. Aber beim Fußball können wir zusammenhalten. Flaggen raus und so weiter. Ich mag die Euphorie beim Fußball nicht. Alle sagen so, hä, warum? Was hat Shorty, Mann? Kann ich erklären. Passt auf, Deutschland kann nur Flagge zeigen, wenn Fußball ist. Ist cool, aber sobald WM vorbei ist, Fußball vorbei ist, wenn eine Flagge hängt, oh, das sind Nazis, das sind da, das sind Kinderpatrioten, fuck it, das ist nicht gut, alles Nazis. Leute, das ist das Problem. Die Deutschen können von der Geschichte nicht stolz sein. Obwohl das schon Jahre her ist, man kann nicht mehr stolz sein. Wir sind alle Nazis, hängt keine Flaggen raus. Nein, scheiße, Mann, lass sie draußen. Das sag ich jetzt hier als Deutscher. Lass die Flaggen draußen. Das Problem ist, die Flagge Deutschland. Deutschland negativ. Nicht immer, aber oft wird es damit assoziiert. Deswegen habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht. Schon ganz lange, bestimmt vor 7 Jahren oder so, habe ich schon drüber nachgedacht. Deutschland braucht eine neue Flagge. Ist natürlich nicht so einfach, das zu machen. Aber wir können alle ein bisschen rebellieren. Achtung, Aufruf. Macht alle einfach Folgendes. An den Autos, wenn ihr diese Sticker, die da drauf waren, zum Ankleben, noch nicht abgemacht habt, lasst sie dran. Und wenn ihr sie noch habt, holt sie wieder raus. Wenn ihr Flaggen habt auf dem Balkon oder bei euch zu Hause, lasst sie dran. Ändert nur eine Sache. Dreht die Flagge um. Hä? Ja, Mann. Warum die Flagge umdrehen? Es ist die gleiche Flagge, die gleichen Farben, die gleiche Bedeutung im Grunde, aber trotzdem was anderes. Deutschland dreht sich um. Deutschland denkt jetzt anders. So wirkt das auch nach außen. Es wird eh nicht passieren, dass die deutsche Flagge irgendwann... Vielleicht doch. Aber wir können rebellieren. Holt eure Flaggen wieder raus, klebt sie wieder ins Auto, aber dreht sie um. Nicht schwarz-rot-gold, sondern... Gold, rot, schwarz. Warum? Es sieht einfach besser aus. Ich habe da mal was vorbereitet. Die Flagge, normal. Die Flagge, umgedreht. Und guckt euch die Flagge mal ganz genau an. Sieht sie nicht viel freundlicher aus? Schwarz, das drückt so von oben nach unten. Schwarz, rot, gold. Deswegen machen wir Gold, Rot, Schwarz. Das sieht doch viel freundlicher aus, viel sommerlicher. Ich stelle mir da so eine Insel vor. Guckt doch mal selbst. So, die Erde, die Sonne, der Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Ein Neubeginn. Macht mit, rebelliert. Was haltet ihr davon? Ich habe schon damit angefangen, meine Eltern und ein paar Nachbarn. Das zeige ich euch jetzt mal. Das sind die Sticker. Wie gesagt, solche Magneten, so rum waren sie dran. Dreht sie um. Macht sie so rum dran. Ist viel besser. Ja? Genau, das andere Auto auch. So sieht's aus, Mann. Rebelliert mit. Es ist ganz einfach. Ich glaube, wir können das schaffen. Alle da draußen. Hängt die Flaggen wieder ran, Mann. Dann wird's ganz neu, Mann. Und dann können wir durchweg
immer Flagge zeigen. Und dann kann Deutschland langsam wieder anfangen, stolz zu sein. Nicht nur auf Fußball, sondern auch auf Deutschland. Neue Flagge, neues Ding, neues Style. Das ist Scholli Tesch, live und direkt aus Deutschland, Mann. Hebt die Faust hoch, hebt die Flaggen auf, holt sie wieder raus, klebt sie auf. Aber andersrum, nicht mehr schwarz, rot, gold, sondern gold, rot, schwarz. Das ist der Deal. Bald kommen neue Videos. Abonnieren, favorisieren, speichern in, unter, was auch immer. Ihr kennt die ganze Scheiße. Da, da. Und keep on hating, please. Peace out. You're looking good today. So you gonna give me some time or what? What you talking about, Shawty?